Hey Leute, heute mal so ein kleines Tutorial zum Thema Death of Field, also ja. Und da wollen wir einfach mal anfangen. Ich habe jetzt hier mal so eine kleine Szene vorbereitet. Da schraube ich mir gerade die Qualität noch ein bisschen runter. Und ja, es dauert einen kleinen Augenblick zum Rendern. So, das ist jetzt das normale Bild. Und wenn er gleich noch die Nacheinstellung macht. So, und jetzt sehen wir deutlich, dass wir ja so eine Verschwommenheit oder wie auch immer hier bekommen. Und zwar einmal bei Sachen, die sehr nah an der Kamera dran sind. Und bei Sachen, die eher weiter weg sind. Und ja, das kann man folgendermaßen einstellen. Ich habe jetzt hier im Querschnitt betrachtet. Hier oben. Fail. So, hier oben seht ihr jetzt, habe ich jetzt diese Kameraobjekt. Also das ist schon mal das Wichtigste, was ihr dafür braucht. Und zwar ja, stellt ihr halt damit ein, welches Objekt im Mittelpunkt sein soll, also welches Objekt scharf ist. Also welcher Bereich definitiv scharf sein soll und wo kein Blur entsteht. So, zuerst mal müsst ihr natürlich das Ganze aktivieren. Das macht ihr ganz normal. Bei normalen Rendereinstellungen geht ihr einfach auf, macht einfach einen Rechtsklick oder geht hier auf Effekte. Und dann habt ihr hier Depth of Field. Und da könnt ihr jetzt verschiedene Einstellungen machen. Ich würde euch jetzt empfehlen, erstmal das so zu lassen, wie es halt ist. Und ja, was hier halt jetzt noch dazu ist, ist Global Animation, aber das ist dann wieder was anderes. Und ja, wenn ihr das jetzt, ich kopiere diese Kamera einfach mal und mache das mal aus. Das mal weg. So, wenn wir jetzt die Anfangseinstellungskamera haben, dann sieht die so aus. Ohne Blur, ohne irgendwelche verschwommene Sachen oder so, dann habt ihr ein ganz normales Bild. Und dadurch, dass wir halt jetzt dieses Depth of Field aktiviert haben, kommt in der Kamera auch noch eine Zusatzoption hinzu. Und zwar startet ihr auf Objekt und geht dann hier neben einfach auf Depth oder auf Tiefe, Tiefenunschärfe, genau. Das habe ich auch. Und dann geht ihr hier einmal auf Front Blur und auf Rear Blur, also hinter der Kamera. Und dann erzeugt ihr hier noch so zwei Einstellungsebenen. Und ja, mit dieser einen Einstellungsebene, die ich jetzt gerade bewege, da stellt ihr halt ein, bis wohin das Sichtfeld gehen soll von dem hinteren, von der hinteren Unschärfe. Wenn ich das jetzt ganz nah drehe, dann wird es schon hier bei der Kugel, wenn ich jetzt näher ranzoome, dann wird es hier oben bei der Kugel schon am Anfang unscharf, wenn ich das, glaube ich, jetzt mal. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, aber wenn ich das hier jetzt mal an der Kugel direkt render, dann müsste hinten so ein kleiner Teil von der Kugel schon unscharf werden. Und ja, das kann man auch ganz gut erkennen, dass hier so eine unscharfe Kante erzeugt hat. Denn wenn ich das jetzt mal wieder die Kamera, hoppala, wenn ich das noch ein Stück zurückziehen würde, fast auf diese Ebene. Und ups, und dann nochmal das Render. Dann müsste man das schon. Ja, auf jeden Fall wird da halt so eine Unschärfe erzeugt. Und ja, sagen wir mal so. So. Der Bereich, nennen wir es einfach mal jetzt der Bereich. Der Bereich zwischen dem Front und dem Rear Blur, der ist halt scharf. Und das, was richtig scharf ist, das ist halt hier das mittlere, der Hauptbalken, das, was halt das normale Kamera halt auch hat. Und je nachdem, wie ich das jetzt einstellt, wenn ich dieses Teil hier jetzt ganz nach hinten ziehe, dann dürfte das hinten an der Wand
selber auch nicht sonderlich unscharf wirken. Es wird ein bisschen unscharf. Ja, genau. Aber es wird nicht so extrem unscharf, sag ich jetzt mal. So richtig krass. Ja. Und ziehe ich das hier einfach mit da rein. Und ja, wie gesagt, hier vorne das ist jetzt auch recht simpel. Da habe ich jetzt hier vorne diese Kugel eingebaut. Ist die hier unten im Bild. Wenn man die, wie gesagt, einmal rendert, dann sieht man schon sehr deutlich, dass die in den Vordergrund gestellt wird, dadurch, dass die halt diesen Unschärfe bekommt. Da sieht man schon recht deutlich, dass sie sich vom Rest des Bildes unterscheidet. Und ja, das war jetzt einfach mal so ein kleines Tutorial. Und wie gesagt, die könnt ihr halt hier mit diesen Balken einstellen. Und zwischen diesen dunkelgrünen Balken ist, wie gesagt, der Schärfebereich, da wo es scharf sein soll. Da wo es definitiv scharf ist, sag ich erstmal. Ja, gut. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen.